Ja, was fällt denn eigentlich an diesem Bild auf? Haselnüsse, ist die Mitteilung. Aber sind das alles Haselnüsse? Diese da? Die sehen doch anders aus. Gut, vielleicht ist es ja schon allgemein bekannt. Aber dies hier ist eine Baumhaselnuss von Corylus coulurna. Und Corylus coulurna macht Früchte, die ganz hervorragend schmecken können. Oder besser gesagt Nüsse, die ganz hervorragend schmecken. Und sie sind mehr und mehr verbreitet in Städten und Siedlungen in Deutschland. Hast du also eine sagenhafte Nuss direkt vor der Tür? In dieses Bild hat sich natürlich noch was anderes eingeschlichen. Das ist eine Erdmandel, was hier vorne liegt. Aber mit der können wir uns ja mal ein andermal beschäftigen. Ich habe jetzt mal hier diese Baumhaselnüsse geknackt. Schau mal, was da rauskommt im Vergleich zu einer unserer normalen Haselnüsse. Deutlich unterschiedlich, aber die sind beide erstklassig. Rechts Corylus avellana, unser gemeiner Strauchhasel, der ja Stammdurchmesser von mehr als 30 cm erreichen kann und mehr als 7 bis 8 Meter hoch werden kann. Sozusagen der Strauch der frühen Nacheiszeit. Und es spricht viel dafür, dass Menschen diesen Haselstrauch intensiv gefördert haben und damit eine ganze Vegetationsepoche, die sogenannte Haselzeit, mit zu Wege brachten. Denn du kannst die Haselknospen essen, du kannst die Rinde essen, du kannst die Kätzchen essen, du kannst die Nüsse essen und du kannst die ganze Vegetationsperiode über auch die Blätter verzehren. Und der Baumhasel, ja, der kommt aus südlicheren Breiten, unter anderem aus der Gegend der heutigen Türkei, ist anscheinend auch relativ trockenresistent und eignet sich hervorragend für Siedlungs- und Stadtbegrünung. Dieser Baumhasel hat ganz wunderschöne Nussanordnungen. Das macht richtig Freude, die anzuschauen. Ganz am Schluss des Films werdet ihr dann eine sehen. Die Nuss, sie ist ein bisschen anders gestaltet. Das sieht man ganz gut hier, dass der nährende Teil gewissermaßen, der Ansatz im Fruchtbecher ist länger als bei unseren Haselnüssen. Sieht deutlich, wie lang das ist. Und hier bei unserer Haselnuss, bei unserer europäischen Haselnuss, so typisch abgeflacht. Ja, also man kann nur sagen, mit Baumhasel tun wir uns einen richtigen Gefallen, bereichern unseren Esstisch um einen hervorragenden pflanzlichen Ölträger. Wohl bekommst.